Zu einem Brand in Winterscheid rückten die Feuerwehren der Gemeinde Gilserberg heute Nachmittag gegen 13.45 Uhr aus. Auch die Drehleiter aus Schwalmstadt wurde angefordert. Die Feuerwehr musste ausrücken, weil das Fahrtenlager auf einem Wohngrundstück aus ungeklärten Gründen brannte. Die Sorge war, dass das Feuer auch auf das benachbarte Wohnhaus übergreifen könnte, was allerdings nicht geschah. Auch Menschen wurden dabei nicht verletzt. Die Brandbekämpfer konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen.